Benny Kirsten im Trainingslager hier in Spanien. Die Sonne lacht von oben. Benny, du kannst vergleichen Türkei und Spanien. Was ist besser, was ist schlechter? Was ist besser, was ist schlechter, ja. Schwer zu sagen, da wirklich Verbindungen zu finden, Vergleiche zu machen. Aber ich denke, das Essen war ein bisschen was anderes in der Türkei. Natürlich viel umfangreicher, aufgrund der Größe des Hotels wahrscheinlich auch und der Mannschaften. Aber an sich, denke ich, steht es gar nicht im Vordergrund. Die Arbeit, die wir leisten, steht im Vordergrund. Und die ist gut angezogen und klasse und ticken besser als letztes Jahr. Wie geht's deiner Hand? Der Hand geht es hervorragend, muss ich wirklich sagen. Also wir haben ja jetzt wieder leicht angefangen, völlig unproblematisch, schmerzfrei. Das ist ganz wichtig für mich, das Vertrauen in meinen Körper wieder zu bekommen. Und die Anfänge waren wirklich sehr zufriedenstellend und da können wir weiter steigern. Wann geht es wieder so richtig ins torwartspezifische Training? Ja, dann letztendlich, wenn ich von den Ärzten das hundertprozentige Okay bekomme. Ich muss ja schon sagen, dass sie ja glücklicherweise mir schon erlaubt haben, wieder anzufangen und weil sie gesagt haben, ist alles in Ordnung, immer noch ein bisschen vorsichtig, aber solange ich keine Schmerzen habe, kann ich alles machen. Und am 21. habe ich dann die große Abschlussuntersuchung und dann hoffe ich, dass ich dann freigegeben bin. Wiegers hat gegen Cottbus und gegen Osnabrück sehr gut gehalten und wie siehst du jetzt deine Situation? Bist du jetzt wieder Herausforderer oder wie siehst du die Rolle dann für die Restrückrunde? Ja, erstmal muss ich natürlich erstmal wieder fit werden. Also ich möchte das okay bekommen und dann kann ich auch wieder hundertprozentig an meine Leistungsgrenzen gehen. Und wie ich es schon die letzten Tage gesagt habe, ich will natürlich logischerweise die Nummer 1 bleiben, das ist ja klar. Aber dafür muss ich halt hundertprozentig fit sein und bevor ich nicht das große okay bekomme, ist ja ein bisschen die Hände gebunden sozusagen. Du hast gerade auch noch mal gesagt, dieser Abstieg im Sommer, der hat sehr an dir genagt. Du bist natürlich einer, der das schwarz-gelbe Herz wirklich trägt. Wie siehst du bislang die Saison und wie siehst du die Zielstellung mit Blick auf den kommenden Sommer? Ja, schwierige Zeit, was da im Sommer war, natürlich. Wie wir alle wussten oder wir alle wissen, was passiert ist. Und es ist fürs Gefühl natürlich jetzt schön zu sehen, dass wir 10-mal gewonnen haben, plus 4-mal verloren haben. Das war ja letztes Jahr nicht immer so der Fall, was die Statistik angeht. Aber ich finde es schön, wie die Mannschaft das gemacht hat in der Hinrunde. Ja, mit welcher emotionalen Verbundenheit, Identifikation, Wille, absolute Entschlossenheit. Auch wenn wir hier und da vielleicht in der 90. Minute mal ein Gegentor bekommen haben, haben wir trotzdem niemals aufgehört und haben immer versucht, auf Sieg zu spielen. Und das ist sehr positiv. Und ich freue mich, ein Teil dieser Mannschaft zu sein und versuche natürlich auch vorne wegzugehen. Im Sommer fällt auch für dich eine wichtige Entscheidung, sicherlich schon vorher. Dein Vertrag läuft aus, aber eigentlich gehört der Kirsten doch zu Dresden wie die Semperoper. Ja, ich mache mir momentan über die Zukunft noch nicht so die Gedanken wie andere Leute vielleicht, ja, die mich schon öfters mal löchern mit den Fragen. Aber ich habe eine Aufgabe hier zu erfüllen und die versuche ich bestmöglich zu machen. Dafür lege ich die Energie vollkommen in diese Aufgabe. Und bevor ich da nicht mal eine ruhige Minute habe, mir über sowas Gedanken zu machen, da lasse ich das auch nicht an mich ran. Im letzten Trainingslager gab es eine der spektakulärsten Nummern bei Dynamo TV. Das war Kirsten und Teixeira. Wird es eine Fortsetzung hier in diesem Trainingslager geben? Da müssen wir mit dem Henry Buschmann, unserem Pressekobold, müssen wir da mal Bescheid sagen, der hier immer emsig am Arbeiten ist. Vielleicht denkt er sich was aus, aber vielleicht kommt auch mal was ganz anderes. Wer weiß das schon. Da lassen wir uns überraschen. Dein Papa wäre unheimlich stolz gewesen, wenn er dich hier im Training sehen würde. Du musst ja durch die Hand bedingt auch ein bisschen als Feldspieler agieren. Das hast du richtig ordentlich gemacht in den letzten Tagen. Ja gut, aber ihr tut ja gerade so, als würde ihr dieses Jahr zum allerersten Mal beim Training mich im Feld sehen. Ich meine, ich mache das ja schon seit ein paar Jahren so ab und zu mal. Mich wundert noch, dass ihr verwundert seid. Also nein, es macht ja immer wieder Spaß und ich freue mich, wenn ich immer mal im Feld einen kleinen Anteil dazu beitragen kann und bin ich immer für zu haben. Benni, letzte Frage. Manuel Neuer ist bei der Weltfußballerwahl Dritter geworden. Cristiano Ronaldo hat das Ganze gewonnen. Wie siehst du das Ganze als Torhüter? Wie gesagt, ich glaube, am Ende hat es den Richtigen erwischt. Die Quote, die Cristiano Ronaldo aufweist, ist einfach unfassbar. Ich hätte mir gewünscht, dass Manuel Neuer wenigstens Zweiter wird. Aber ich glaube, dass da einfach mit den zwei Weltmarken, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, einfach es unheimlich schwer ist, sportlich an denen vorbeizuziehen. Aber wer weiß, nächstes Jahr ist auch noch ein Jahr und dafür wird er die nächsten 10 Jahre der beste Torhüter der Welt sein. Und ja, wie gesagt, ich glaube, es hat den Richtigen am Ende getroffen und das ist Cristiano Ronaldo. Ich meine, unfassbar, was er für Sachen macht. Benny, immer wieder schön. Vielen Dank.